Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Europa-League-Spiel am morgigen Abend zwischen Borussia Dortmund und Atalanta Bergamo. Ein Spiel, das großes Interesse auf sich zieht. Mehr als 60.000 Karten sind bereits verkauft. Ein paar gibt es noch und wir sitzen heute hier, um diese Partie zu besprechen mit unserem Trainer Peter Stöger und unserem Abwehrspieler Ömer Toprak. Ich bitte um Ihre Fragen an die beiden. Und wir beginnen in der vierten Reihe, glaube ich. Bitte schön. Ja, Herr Stöger, hierzulande ist ja von Atalanta Bergamo recht wenig bekannt. Sie haben den Verein sicherlich beobachtet. Was erwarten Sie für einen Gegner? Was haben Sie da an Stärken ausgemacht? Ja, es ist ein gut organisierter Gegner, eine Mannschaft, die im Verteidigungsverbund sehr, sehr aktiv arbeitet. Das bedeutet, dass die Räume vor allem im Zentrum relativ eng sein werden. Wir erwarten sie mit einer Dreier- oder einer Fünferkette. Davor zwei Jungs, die ein bisschen was abräumen. Sehr körperbetonte Art und Weise zu spielen, gut organisiert. Wenn man jetzt dann so davon redet, typisch italienisch. Mannschaft, die Qualität hat im Umschaltspiel. Ein, zwei Jungs richtig gefährlich. Gefährlich auch, was Standardsituationen betrifft. Es ist uns aber natürlich auch klar, dass für Leute von außen das jetzt ein Gegner ist, der nicht vom Namen her so renommiert, möglicherweise klingen mag, aber natürlich trotzdem in der Kategorie auch in der Tabelle unterwegs ist wie Milan und die auch in den letzten Wochen gezeigt haben, dass sie in der italienischen Liga gegen Top-Mannschaften Top-Leistungen bringen können. Also wir sind gewarnt. Wir haben auch allerdings ein paar Dinge gesehen, wo wir hoffen, dass wir Nutzen daraus ziehen können. Mal sehen, aber es wird eine unangenehme Aufgabe. Sebastian Wessling, bitte. Wie sieht es denn bei Ihnen personell aus? Es gab ja zum Beispiel bei Marcel Schmelzer noch Unklarheit, ob er wird spielen können oder nicht. Werden wir heute nach dem Training dann entscheiden, ob er dabei sein kann im Kader. Und wie es am Ende des Tages dann auch geht. Soweit vom Training her war das in Ordnung, aber es ist halt noch in längerer Verletzungsphase auch die Frage, wie verträgt er die Trainings, wie geht es ihm körperlich, in diesem Bereich, aber hat mal soweit ganz gut ausgesehen. Mal sehen, ob es eben dann für das Europacup-Spiel reicht oder dann vielleicht für Sonntag. Thomas Hennecke. Herr Stöger, so wie Sie Bergamo charakterisiert haben, auch taktisch, das klingt ein bisschen nach Freiburg, das klingt nach dem HSV, was die Grundordnung angeht. Zwei Spiele, in denen sich Ihre Mannschaft schwer getan hat. Was muss die Mannschaft morgen besser oder anders machen, um vielleicht sich eine höhere Erfolgschance herauszuspielen? Ja, es waren trotzdem Spiele, die wir am Ende des Tages nicht verloren haben. Es sind trotzdem Spiele gewesen, klar, die schwierig waren für uns, wo wir allerdings auf gewissen Phasen es verabsäumt haben, gegen Hamburg zum Beispiel nach 1:0 auch unsere Möglichkeiten noch zu nutzen. Deswegen bleibt es dann immer knapp. Was natürlich in dem Bereich ist, es geht um Tiefgang, es geht um in den gefährlichen Bereich reinzukommen, es geht um individuelle Entscheidungen zu treffen, es geht darum, auch diesen Anspruch zu haben, zu Abschlüssen kommen zu wollen. Und da haben wir ein bisschen was zu tun, aber ich habe trotzdem auch ein ganz gutes Gefühl, dass wir in unserer Entwicklung, da, in unseren kleinen Schritten, wie ich es immer wieder sage, da im richtigen Weg sind. Und deswegen denke ich auch, dass wir auch dann für das Europacup-Spiel Lösungen finden werden. Das ist ja auch jetzt nichts Überraschendes, dass es viele Mannschaften gibt, die gegen BVB defensiv organisiert sind. Aber auch mit mehr Spielrhythmus für den einen oder anderen Spieler, vielleicht auch mit dem, dass dann mit Cipaccio mehr und mehr Spiele hat, mit den Jungs, dass das noch besser greift, auch mit der Rückkehr natürlich von Reus. Da bekommt man dann Qualität dazu und deswegen sehen wir das Ganze eigentlich ganz positiv. Sebastian Kolzberger. Ömer, für dich war es sicherlich kein einfaches erstes halbes Jahr beim BVB. Es war ein bisschen schwierig in der Anfangsphase. Mittlerweile hast du dich etabliert hinten in der Viererkette. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie du deine Entwicklung hier wahrgenommen hast. Ja, grundsätzlich, klar war das nicht einfach für mich, das erste halbe Jahr. Aber letztendlich gab es da eine Phase, wo ich dann nicht mehr so oft gespielt hatte. Aber ja, wie gesagt,
das ist jetzt auch in der Vergangenheit letztendlich, bin ich jetzt eigentlich, habe ich ein gutes Gefühl auf dem Platz. Seit dem Trainerwechsel durfte ich in jedem Spiel ran und klar ist das für mich dann auch wichtig, ein Teil zu sein, dass, dann weiß ich dann, dass ich meine beste Leistung zeigen kann und ich denke, dass es im Moment für uns als Mannschaft in die richtige Richtung geht und für mich auch. Mareike Zeck, bitte. Eine Frage an Herrn Stöger. Sie haben eben selber kurz Marco Reus angesprochen. Wie können Sie ihn denn jetzt dann in Zukunft weiter einsetzen? Ist er jetzt immer für jedes Spiel von Anfang an eine Option? Also wir werden das so halten, wie wir es auch vor seinem Einsatz gemacht haben. Wir werden das mit ihm ansprechen, wir werden es mit ihm durchdiskutieren. Jeder von uns hat den Wunsch, dass er fit ist, dass er fit bleibt. Er selbst möchte logischerweise spielen. Er weiß, dass wir gerne haben, wenn er sich gut fühlt, dass er spielt und wir werden das dann immer abstimmen, wie es denn wirklich aussieht. Wenn er einigermaßen fit ist und wenn er sagt, das ist okay, wird er natürlich für jedes Spiel eine Option sein. Macht einen guten Eindruck auf mich und solange sich das jetzt nicht ändert, auch körperlich, wo er vielleicht dann Probleme bekommt, wenn er mal mehr Spiele hat nach dieser langen Pause, dann werden wir vielleicht anders drüber denken, aber momentan haben wir ja das Gefühl, dass es ihm gut geht und wenn es einem Spieler seiner Qualität gut geht, dann geht es dem Trainer gut und dann wird er im Normalfall auch Teil der Gruppe sein. Tobias Jürgen, bitte. Ömer Toprak, eine Frage. Die Champions League-Saison lief gelinde gesagt sehr, sehr unglücklich und die Europa League hat in Dortmund mittlerweile bei der Qualität im Kader so ein bisschen was von einem Trostpreis. Wie schafft man es als Mannschaft, sich auf so einen neuen Wettbewerb, den man jetzt ab der Rückrunde spielen darf, einzuschwören? Also wir sehen das ganz bestimmt nicht als Trostpreis. Wenn man sieht, was für Mannschaften in der Europa League dieses Jahr sind, dann braucht man nicht irgendwie über einen Trostpreis zu sprechen. Für uns gilt, wie auch in der Bundesliga, ja, wenn wir da rausgehen, wollen wir auf jeden Fall diese Spiele gewinnen und wir wollen ganz einfach zeigen, dass wir der BVB sind, dass wir da wieder hinkommen und ich hoffe natürlich, dass wir wirklich sehr, sehr viele Europapokalspiele haben und dass wir dann am Ende in Lyon sind. Der Herr in der zweiten Reihe, bitteschön. I need to talk in English, sorry. You can do it in Italian as well. Ah, okay, thank you. Per l'allenatore, se... Für Herr Stöger. Wenn Sie ein Ziel einer Mannschaft sehen, wie Atalanta, Sie spielen in Italien nicht alle so wie Atalanta. Wenn Sie das Team jetzt, die Mannschaft sich anschauen, mit den Stürmer André Gomes vorne zum Beispiel, der auch in dem ersten Teil der Saison sehr gut gespielt hat, wie würden Sie die Mannschaft einschätzen von Atalanta? Ja, es gibt schon mehrere Mannschaften in Italien, die ähnlich spielen. Aber natürlich hat man hier auch in Deutschland die sogenannten großen Clubs am Schirm, ob das jetzt Roma ist, ob es Juventus ist, ob es Neapel ist, die eine andere Art und Weise haben, Fußball zu spielen. Aber wir haben auch genau gesehen, dass Atalanta eine Mannschaft ist, die es diesen großen Mannschaften immer wieder schwer gemacht haben. Deswegen sind wir gewarnt davor. Ich finde, ich habe immer Respekt davor, wenn ich eine Mannschaft sehe, die richtig gut organisiert ist, die bereit ist, alles zu unternehmen, um den Erfolg der Mannschaft zu sichern. Und das ist diese Mannschaft. Und die hat im Offensivbereich dann trotzdem Jungs, die richtig gefährlich sind. Aber ein Großteil dieser Mannschaft ist wirklich bereit, die unangenehmen Wege zu machen, unangenehme Arbeit zu machen. Und das zeichnet sich aus. Und deswegen habe ich großen Respekt vor dieser Mannschaft. Und in der Art und Weise, wie der Trainer das auch in seiner Karriere, auch in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat. Also es schafft, richtig gut organisierte Teams auf die Beine zu stellen. Sebastian Kolzberger. Stöger, am Sonntag hatte Hans-Joachim Watzke in einer Fernsehsendung oder in einem Fernsehtalk durchaus gelobt und ein paar schöne Worte an Sie gerichtet, unter anderem auch, dass wenn es so weitergeht, weiter so erfolgreich, dass man natürlich auch damit rechnen könnte, dass es mit Ihnen weitergeht. Fühlten Sie sich nach den Worten ein bisschen geschmeichelt? Vor allem nach einer so kurzen Zeit. Ja, also das ist das, was ich aus dem Gespräch rausgehört habe, dass wir bislang kein Meisterschaftsspiel verloren haben. Und wenn das bis Ende der Saison so bleiben sollte, dann könnte man darüber nachdenken.
das könnte ich mir vorstellen, dass man dann darüber nachdenkt, ob das Sinn machen könnte. Das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, das Wesentliche in diesem Talk, an dieser Aussage war für mich, dass er gesagt hat, etwas, dass er so etwas wie Vertrauensbasis spürt, dass man sich Dinge sagen kann, dass man Dinge andiskutiert und dass das für ihn sehr, sehr wichtig ist. Das ist für mich auch wichtig, weil ich glaube, das ist eben die Basis dafür, dass eine Zusammenarbeit in einer großen Gruppierung, ob das ein kleiner Verein ist oder ein großer Verein ist, ist ganz egal, dass es im zwischenmenschlichen Bereich funktionieren muss, weil natürlich permanent in irgendeiner Form Lob oder Kritik an der Tagesordnung sind, mit der man dann richtig umgehen muss. Das, glaube ich, war die Kernaussage, die war für mich wichtig. Das andere, ich kann Ihnen nur sagen, wir haben uns darauf verständigt, wir haben uns darauf committed und wo wir alle sehr, sehr glücklich waren und noch immer sind, dass wir die Geschichte bis in den Sommer jetzt reinmachen werden. Und deswegen brauche ich nicht darüber nachdenken, was in 2,5 oder in 3 Monaten passiert, sondern ich muss darüber nachdenken, was passiert im Europapokal, was passiert am Sonntag in Gladbach, was passiert im Retourspiel, was passiert gegen Augsburg. Hier müssen wir abliefern, hier müssen wir unseren Job gut machen und dann gibt es vielleicht eine Thematik im Sommer, über die man diskutieren kann oder über die man jetzt gar nicht spricht. Also wir sind so in dieser Aufgabe momentan drinnen, unsere Zielsetzung, die wir damals gemeinsam erarbeitet haben, was unser Wunsch ist, in die Champions League zu kommen und im Europapokal so weit als möglich, dass wir das umsetzen wollen. Und da freue ich mich drüber, wenn mal so etwas kommt wie Lob. Das tut natürlich gut, aber unser Blick geht natürlich in die sportlichen Aufgaben rein, das ist ganz, ganz wichtig. Thomas Hennecke. Frage an Ömer Toprak. Verteidiger bei Borussia Dortmund zu sein, war wahrscheinlich bis Dezember keine besonders spaßige Aufgabe für dich und deine Kollegen. Was hat sich unter Peter Stöber verändert? Ich muss ehrlich sagen, grundsätzlich ist trotzdem Verteidiger vom BVB zu sein, ist einfach eine geile Sache. Klar war es, dass wir ja in der Vorrunde, anfangs lief sehr gut, dann hatten wir eine Schwächephase, wo wir auch wirklich sehr viele Gegentore kassiert haben. Warum das jetzt so war, das würde jetzt lange dauern. Grundsätzlich glaube ich, dass wir einfach geordneter stehen, dass wir als Mannschaft kompakter sind und ich glaube, das hat sich jetzt auch in den Spielen gezeigt, dass es dann gegen uns sehr schwer ist, zu Torchancen zu kommen und einfach Tore dann gegen uns zu schießen. Gibt es weitere Fragen? Björn Pinnow. Der Europa League-Titel ist ja wahrscheinlich der letzte, den der BVB in dieser Saison holen kann. Verändert das Ihre Herangehensweise an so ein Spiel für morgen oder ist das egal? Das ist eigentlich egal, ja. Weil mit einem durchschnittlichen Ergebnis hast du in einer Woche eine Möglichkeit, das zu korrigieren. Mit einem guten Ergebnis bist du noch nicht durch und schon gar nicht dort, wo wir darüber reden, dass es ein Titel am Ende des Tages ist. Also es gibt sehr, sehr viele Aufgaben. Auch wenn man das nicht hören möchte, irgendwann hat jemand schon einen richtig intelligenten Satz gesagt, als Trainer musst du wirklich von Spiel zu Spiel schauen. Das, so falsch ist das nicht, auch wenn man das nicht hören möchte. Ne? Also für uns ist jedes Spiel jetzt eine wichtige Aufgabe, hier eine gute Ausgangssituation zu schaffen für das Rückspiel. Am Sonntag schon wieder eine Aufgabe, wo wir sagen, wir wollen uns in den Bereich der Champions-League-Plätze weiter fix positionieren und das Retourspiel. Also, und jedes hat eine andere Aufgabe und jedes hat eine andere Zielsetzung. Deswegen macht es eben keinen Sinn, genauso wie darüber nachzudenken, was im Sommer passiert. Hat es überhaupt keinen Sinn, jetzt darüber nachzudenken, was Richtung Europacup-Finale geht oder sonst irgendwas. Und das Spiel so anzunehmen mit den Möglichkeiten, die wir haben und mit den Schwierigkeiten, die wir möglicherweise haben und das so gut als möglich vorzubereiten. Tobias Jürgen noch einmal. Stöger, anders als das bei Spielern der Fall ist, können Sie als Trainer auch mit einem zweiten Club in dieser Saison Europa League spielen. Vielleicht die Frage, wie kurios finden Sie den Umstand, dass Sie jetzt, obwohl Sie mit Köln ausgeschieden sind, mit Borussia Dortmund Europa League spielen dürfen immer noch? Und Herr Toprak hat gerade gesagt, er würde am 16. Mai sehr gerne in Lyon spielen. Wie sehen Sie denn die Chance mit dem BVB, das Finale zu erreichen? Also wir haben uns alle einmal den Termin noch freigehalten. Wir hatten alle Zeit, dabei zu sein. Das ist die Zielsetzung von uns allen, klar. Es sind trotzdem richtig gute Gegner dabei. Morgen dann ein richtig schwieriger Gegner schon mal. Aber in zwei Spielen kann man immer wieder mal schaffen, dass man weiterkommt, egal wie gut oder wie unangenehm der Gegner ist. Das ist das eine. Das zweite ist, ja, natürlich finde ich es, ich weiß nicht, ob es kurios ist, aber
Für mich war es eine richtig gute Geschichte, mit dem FC nach 25 Jahren in den Europapokal zu kommen, und habe mich sehr gefreut, als Trainer einer deutschen Mannschaft im Europapokal zu stehen, und habe natürlich nicht damit gerechnet, dass wir haben damit spekuliert und gehofft, dass wir vielleicht überwintern mit dem FC, aber dass ich dann im Frühjahr dann dabei bin und das beim BVB, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Das ist schon wenig kurios, da haben Sie recht. Ja. Die letzten beiden Fragen bitte. Thomas Hennig. Wie ich es eben bei der Frage zu Marcel Schmelzer überhört haben, bitte ich um Nachsicht. Shinji-Thema für morgen noch? Werden wir heute noch sehen. Sieht momentan nicht so gut aus. Es scheint mir keine letzte Frage nach der von Thomas Hennecke zu geben. Doch, und wir gehen noch einmal zu ESPN. Bitteschön. Herr Toprak, wenn man gestern Juventus gegen Tottenham geguckt hat, dann hat man sehr viele versteckte Fouls gesehen, was man jetzt, wenn man Serie A guckt oder Premier League, nicht unbedingt auf demselben Level sieht. Nimmt man sich als Mannschaft dann vor, wenn man international spielt, vielleicht etwas frecher zu spielen? Ja, ehrlich gesagt, nimmt man sich das jetzt nicht wirklich vor. Letztendlich gehen wir da raus, um die Spiele zu gewinnen. Wir wissen, dass wir Vollgas geben müssen, aber wir wissen auch, dass wir leiden müssen im Verteidigen, auch im Offensivspiel. Von daher, ja, jetzt irgendwelche solche Gedanken hat man nicht. Mein einziger Gedanke ist, dieses Spiel zu gewinnen. Das gilt für uns alle. Wir bedanken uns bei Ihnen für das Interesse und sehen uns morgen Abend hier im Stadion wieder. Bis dann. Tschüss. Danke. Danke. Kannst du die Frage eben übersetzen? Einmal, wenn die